Hallo Leute, in diesem kleinen Versuch geht es darum, euch zu zeigen, was passiert, wenn Wasser direkt mit der HAO-Flamme in Kontakt kommt. Wie ihr seht, ist der Brenner aufgebaut, die Flamme, die brennt, oben schlägt sie an den Nagel an, ist Kerzen schön kirschrot. Und jetzt halte ich mal, das habe ich da, ein kleines Stückchen Lumpen vollgetränkt mit Wasser. Und das halten wir jetzt einmal in die Flamme rein und schauen, was passiert. Ist weg. Das bisschen getränkte Wasser macht die Flamme komplett aus. Muss ich jetzt wieder ein bisschen neu eintränken, was vollgesaugt ist mit Wasser. Dann tun wir es hin. So. Ihr seht, oben ist der Metallstab schon nicht mehr so heiß. Also man sieht ganz genau, dass Wasser als Abschirmung in der HAO-Flamme wirkt. Wozu man das jetzt nutzen kann, ist jedem selber überlassen. Ihr habt gesehen, es funktioniert. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.